Hallo ihr Lieben, bevor es jetzt gleich losgeht mit einem neuen Video von Modern Value Investing, wie immer der Hinweis, dieses Video ist nur meine persönliche Meinung, welche auch total falsch sein kann. Ihr müsst euch immer eine eigene Meinung bilden und eine eigene Entscheidung treffen. Hi, ich bin Philipp. Willkommen bei Modern Value Investing. Manche von euch spielen Lotto, ich suche nur Qualität zum guten Preis. Und ob das Unternehmen, das ich euch jetzt vorstelle, Qualität zum guten Preis liefert, erfahrt ihr wie immer am Ende dieses Videos. Jetzt soll es gehen um... Xylem. Als allererstes, wie gehen wir vor? Wir betrachten das Geschäftsmodell, die Fakten und das Wissen für Angeber. Dann geht es weiter zu Aktionärs, Aktien und Chartstruktur. Im Anschluss hierzu betrachten wir die Gesamtkapitalrendite sowie ob Xylem mit steigenden Zinsen klarkommt. Dann verteilen wir die Umsätze in die Segmente und in die Regionen, betrachten die operative Marge und nehmen eine Einteilung nach Peter Lynch vor. Im Anschluss hierzu werden wir das KGV bereinigen eventuell. Oder die Dividende entschlüsseln. Wenn wir das gemacht haben, vergleichen wir die operative Marge oder betrachten das KGV Expected. Im letzten Punkt schauen wir uns an, ob es sich lohnt, Xylem weiter zu betrachten. Also fangen wir an mit dem Geschäftsmodell. Xylem ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von technischen Geräten für die Wasser- und Abwasserindustrie. Für mich verständlich, wie Xylem auch sagt, let's solve water, alles was mit. Wasser- und Abwassertransport in der Industrie zu tun hat, fällt in das Geschäftsmodell von Xylem. Die Fakten und das Wissen für Angeber. Hierzu bei den Fakten ist zu sagen, Xylem ist entstanden durch Herrn Spinneff von der ITT Corp im Jahr 2011. Aktuell haben sie 16.200 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Jahr 2018 einen Umsatz von 5,1 Milliarden US-Dollar. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 10,76 Milliarden US-Dollar. Wusstet ihr, dass Xylem zu den größten Wasserpumpenherstellern der Welt zählt? Die Aktienstruktur und der Chart. Wie immer, wir haben starke institutionelle Investoren dabei, der Vanguard Group sogar mit 10% aller Aktien. Der Chart in den letzten fünf Jahren hätte ein Investment in Xylem den Anleger 130,4% Rendite gebracht. Bedeutet, aus 1.000 Euro Investment vor fünf Jahren wären 2.300 Euro geworden das kann sich meiner meinung nach sehen lassen. Die Gesamtkapitalrendite. Als allererstes, wie immer, setzt sich zusammen aus einem Asset von 6,86 Milliarden US-Dollar sowie einem EBIT von 556 Millionen US-Dollar, macht eine Gesamtkapitalrendite von 8,1%. Jetzt muss man auch wieder sagen, ich finde kein vergleichbares Unternehmen wie Xylem. Für mich hat es einen hohen Burggraben und ist in einer Nische tätig und schafft es auch hier, deutlich mehr Marktanteile als andere Wettbewerber zu haben. Betrachten wir, ob Xylem mit steigenden Zinsen klarkommt. Wie immer als allererstes die Fremdkapitalquote, das Fremdkapital sowie die Zinsen in Millionen US-Dollar. Aktuell zahlt Xylem 1,89%, effektiv 1,19. Bei einer Gesamtkapitalrendite von 8,1% haben wir dadurch ein EBT von 6,91%. Sollten die Zinsen um 2% steigen, würden wir effektiv 2,45% bezahlen. Die Gesamtkapitalrendite würde sich auf 5,65% verringern. Und der Gewinn je Aktie von Xylem würde um 22% einbrechen. Jetzt betrachten wir die Segmente. Xylem ist in drei Segmenten tätig. Einmal Water Infrastructure, also Wassertransport, sowie Abwasserpumpen, Filter und Desinfektionsanlagen. Applied Water, also Frischwasserpumpen und Armaturen. Und Measurement and Control Solutions, also Wassermessungen, wie zum Beispiel Wasserzähler fallen in dieses Segment. Dann, wie verteilt sich der Umsatz von Xylem in den Segmenten und regional. Hier sehen wir, dass die USA aktuell knapp 46% der Umsätze ausmacht, Europe knapp 28% und Asian Pacific 13%. Ein Großteil der Umsätze fällt auf den Bereich Water Infrastructure und gefolgt von Applied Water. Die operative Marge. Aktuell sehen wir, dass die operative Marge um 35% schwankt, ein Hoch der operativen Marge hatten wir im Jahr 2018 mit 14%, ein Low im Jahr 2013 mit 9%. Das Gewinnwachstum von Xylem die letzten vier Jahre war 9,67% pro Jahr. Was würde Peter Lynch sagen? Peter Lynch würde uns sagen, wir haben einen Average Grower. Das heißt, das Gewinnwachstum liegt zwischen 3 und 10% und wir haben eine mittlere Dividende. Peter Lynch würde uns empfehlen zu kaufen, wenn die Bewertung unter dem eigenen Schnitt liegt vom historischen KGV. Deswegen betrachten wir jetzt das KGV und bereinigen dies. Wir sehen ein bereinigtes KGV von 17,79 und ein EPS Wachstum, wie gesagt, von 9,67%. Schauen wir uns an, wie sind die Aussichten? Wir sehen, der Umsatz soll steigen, wir sehen, der EBIT soll steigen, das EBT soll steigen, der Gewinn je Aktie und natürlich auch die Dividendenrendite. Aber was haben wir jetzt zwischen 2016 und 2020? Soll das EPS-Wachstum knapp 16,86% pro Jahr betragen. Dies bedeutet, Peter Lynch würde jetzt sagen, wir haben keinen average, kein average Grower mehr, sondern wir haben jetzt wieder einen Fast Grower. Und hier würde er empfehlen, Buy and Hold. Jetzt ist die Überlegung, was machen wir? Endet jetzt hier dieses Video, weil wir haben ja gesagt, nach Peter Lynch, Buy and Hold vorbei. Danke, das war's. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Modern Value Investing. Ciao. Nein, Spaß. Jetzt wäre nämlich meine Überlegung zu sagen, dadurch, dass wir einen Average Grower haben, der mit dem KGV gewachsen ist und den man ja kaufen soll, sobald das KGV expected kleiner ist als das KGV historisch, schauen wir uns das doch jetzt nochmal an. Das heißt, beim aktuellen Kurs von 70 Dollar und einem Gewinn von 3,32 Dollar, erwartet für 2019, hätten wir einen KGV von 21. Für 2020, bei einem erwarteten Gewinn von 3,78 Dollar hätten wir ein KGV von 19. Das historische KGV liegt bei 17,79 und wir haben ein erwartetes Wachstum von 17 Prozent pro Jahr. Bedeutet, wir hätten 10 Prozent mehr als das historische Marktwachstum bei einer Bewertung von 118 oder 104 Prozent. Lohnt sich eine weitere Betrachtung von Xylem? Als allererstes, wie immer, ja, wir haben ein verständliches Geschäftsmodell. Die Gesamtkapitalrendite mit 8% ist akzeptabel. Xylem würde mit steigenden Zinsen klarkommen. 22% Gewinneinbruch je Aktie ist in Ordnung. Beim angepeilten Wachstum von 16 bis 17% wäre in 1,3 Jahren diese Delle schon ausgebügelt. Dann haben wir eine Übersicht über die Segmente, in denen das Unternehmen Geld verdient. Ist es ein zyklisches Unternehmen? Nein, weil wir haben eine maximale Schwankung der operativen Marge um 35%. Und nach Lynch haben wir einen Fast Grower, also Buy and Hold. Aber wir haben den Vorteil, wir kommen von einem Average Grower und werden jetzt ein Fast Grower. Das heißt, wir haben eine aktuelle Bewertung von 119 Prozent sowie 104 fürs nächste Jahr. Und deswegen lohnt sich für mich aus folgenden Gründen eine weitere Betrachtung. Also ja, weil wir haben jetzt nach Schätzungen der Analysten einen attraktiven Fast Grower zu einem Preis eines Average Growers. Was spricht dagegen? Die Auswirkungen vom Handelsstreit sind noch nicht ganz klar und wir könnten einen Rückfall erleben zu einem Average-Grower, sollte das Unternehmen hiervon betroffen sein. Und dann könnte man argumentieren, dass Xylem zum aktuellen Preis etwas überteuert ist. Aber wie seht ihr das? Lohnt sich für euch eine weitere Betrachtung von Xylem? Ja, nein, vielleicht wieso, weshalb, warum? Oben rechts könnt ihr jetzt darüber abstimmen. Unten rechts könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren. Und ich bitte euch natürlich wie immer, schreibt mir gerne ein paar Kommentare und... Schreibt mir Unternehmen in die Kommentare, die ich dann gerne in einem Quick-Check-Video betrachte. So, ihr Lieben, das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr beschäftigt euch jetzt vielleicht ein bisschen mit dem Unternehmensseil mehr. Und denkt immer daran: Mein Name ist Philipp und ich bin überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt und ich werde versuchen, diesen zu finden und in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Bis bald. Ciao.